und herzlich willkommen hier zu Endzone, A World Apart. Mein Name ist der Ed, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, vorweg, wenn dir das Video gefällt, hinterlass ein Däumchen nach oben. Das hilft mir und das macht mich auf jeden Fall glücklich. Und willst du nichts mehr verpassen? Einfach Abo dalassen und Glocke aktivieren. So viel dazu. Beim letzten Mal, ja, sind wir quasi alle unsere Siedler gestorben, mehr oder weniger. Wir haben es nicht mehr in den Griff gekriegt. Und deswegen sage ich mir, okay, wir fangen jetzt heute mit einem neuen Seed an, mit komplett von vorne. Ich habe ein bisschen was eingestellt, dass wir vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Ihr seht meine Einstellung gerade. Ihr seht auch den Karten-Seed, den ich jetzt benutze. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was uns erwartet. Ich habe uns ein bisschen was eingestellt. Eine große Karte, viele Seen, viel Wald, viele Ruinen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Name der Siedlung ist Wiesbaden. Warum auch nicht? Nehmen wir. Komm, nehmen wir einfach. oder? Na, mal komm. Na, machen wir so. Na, nehmen wir meine Heimatstadt. Und gespannt, wie das aussieht. Wie gesagt, neuer Anfang. Ist auch eine neue Chance. Und ich bin gespannt, was uns gleich erwartet. Ein neuer Anfang. Hier sieht es nach einem guten Ort zum Siedeln aus. Ihr wisst, was wir in der Endzone gelernt haben. Am wichtigsten sind die Grundbedürfnisse. Wir müssen eine Wasser- und Nahrungsversorgung aufbauen und danach erschaffen wir uns eine neue Heimat. Das kennen wir ja alle schon. Ich will mal ganz kurz einen Überblick. Ich mache mal ganz kurz Stop. Was haben wir denn da? Wir haben schon mal Wasser in der Nähe. Das ist gut. Die Karte sieht, okay, viel Berg. Das ist nicht so schön. Da ist noch ein zweiter See. Das ist gar nicht so verkehrt. Auch gar nicht so weit weg. Ich denke mal, hier können wir uns ganz gut was machen. Okay, dann fangen wir mal an. Wie gehabt, das normale. Fangen wir an mit der Logistik. Was ist denn das? Da brauchen wir ja nichts, ne? Da können wir ja einfach mal einen Weg legen. Den wir einfach schon mal hier rumziehen. Das hier ist immer unser Ausgangspunkt. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, auch ein bisschen mit den Entwicklern unterhalten. Auch im offiziellen Discord-Channel etc. pp. Es kam da auch der Vorschlag, dass man eventuell diesen Bus, sage ich mal, bewegen kann am Anfang, dass man sich seinen Platz selber aussuchen könnte. Soll wohl irgendwann auch kommen. Und das finde ich auch ganz gut, wenn wir die Chance haben, das so zu machen. So, wir bauen hier gleich mal eine Zisterne, oder? Ist es schlau, eine Zisterne zu bauen? Gleich einen Regenspeicher vielleicht noch. Dann haben wir immer was. Da fehlt uns aber das Plastik. Das ist das Problem. Ein Brunnen. Den bauen wir auch auf jeden Fall gleich. Können wir den da ranpacken? Ach, leider passt der da nicht ganz hin. Ärgerlich. Dann bauen wir ihn hier hin. Was ist hier los? Kein Baumeister. Ja, da müssen wir natürlich rangehen. So, Wasserträger brauchen wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Wir holen erstmal uns Zeugs. Wir setzen mal... Moment... Momento, das können wir hier machen. Aufträge. Dass wir uns erstmal ein bisschen was holen. Hier ist Holz, da oben ist was. Vielleicht hier rein. Obwohl hier unten ist eigentlich besser. Mach erstmal weg. Hol erstmal da das Zeugs ran. Besser ist das. Mit der Erfahrung aus dem ersten sollten wir gleich mal gucken. Logistik, Schotterstraße, dass wir eventuell gleich mal hier so ein bisschen was vorrangig schon mal hinbasteln. Vielleicht können wir hier da noch ein bisschen. Ich baue erstmal hier hin. Erstmal bis dahin. Vielleicht können wir da noch was machen. Das läuft, das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir nochmal, was wir sonst noch haben. Wie gesagt, wir müssen gleich am besten anfangen mit den großen Sachen, sage ich mal. Können wir hier einen Recycler gleich hinbauen? Ja, können wir. Der passt nicht ganz. Ah, verdammt. Verdammt, Axt. Forsthütte wäre auch so eine Sache. Die sollten wir vielleicht auch gleich am Anfang hinbasteln.
Können wir die hier reinquetschen? Nee, die passt doch nicht da rein. Oh Mann, schade. Ein Feld weniger und es wäre super gewesen. Schade, aber hier könnten wir das hinbasteln. Machen wir auch. Wir nehmen gleich mal die Forsthütte. Gleich nochmal Logistik. Na komm. Na, kriegen wir dich da lang? Ja. Ja, natürlich. Das ist nicht ganz... Egal. Nicht so schlimm. Lagerhaus wäre vielleicht auch noch eine gute Idee, aber es kostet alles erstmal Ressourcen. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal Wasser, Nahrung etc. pp. Deswegen Wasser, Holzsteg. Kriegen wir den hier ran? Ja, den kriegen wir hier ran. Dann müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Fischer da umgehen. Ah, das geht auch. Das können wir so machen. Bauen wir das. Dann bauen wir nochmal wegen Nahrung die Fischerhütte. Gucken, ob wir den hier irgendwie ja, den kriegen wir sogar dahinter. Geil. Das passt nicht ganz. So passt das nicht ganz. Jetzt müsste ich das einen reinrücken, ne? Das ist ja auch doof. So. Nehmen wir. Erstmal, dass wir ein bisschen die Grundbedürfnisse bekommen. Lass mal laufen. Momento. Teilen wir mal gleich ein hier zu Bauarbeitern. Mach mal. Jungs, go, go, go. Da laufen sie alle mit den Strahlenschutzanzügen. Haben wir uns ja so eingestellt. So, zack, zack, muss das gehen. Genau, macht mal alles weg hier. So, gut. Dann haben wir schon mal den ersten Brunnen. Da nehmen wir auf jeden Fall eine Arbeitskraft rein. Förster nehmen wir auch mit. Das kann auch so bleiben, das ist in Ordnung. Der muss noch gebaut werden und die beiden müssen wir noch ranbekommen. Mal ganz kurz geguckt. Logistik. Schotter. Na. So, dann passt das schon mal, das ist in Ordnung. Müssten wir ja eigentlich... Erstmal gucken. Wir müssen auch irgendwo unsere Häuser hinbauen. Was fehlt hier? Holz. Holz fehlt gerade. Okay. Holz. Alles klar. Uns fehlt gerade Holz. Das heißt, wir müssten mal welche noch in die Förster reinballern. Dass wir das erstmal hinbekommen, damit wir Holz ranholen können. Na, mach mal. Und schon haben wir Wasserprobleme. Das ist schon wieder ein bisschen... Ah. Was fehlt hier noch? Okay, das wird gebaut. Die Zisterne wird gebaut. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir erledigt. Jetzt können wir schon mal was dafür machen für die Wasserträger. Vielleicht mal was von den Baumeistern weg. Und gleich mal umpacken in die Wasserträger. Fischer ist ja noch nicht fertig, da können wir noch nichts machen. So, okay, haben wir. So, sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich auch zusehen. Der Steg ist fertig, ne? Genau. Jetzt haben wir noch keinen Fischer. Jetzt haben wir hier einen Fischer. Jetzt haben wir keine Siedler mehr über, weil wir nehmen mal einen Baumeister nochmal weg und packen den nochmal zum Fischer dazu, damit da was vorangeht. Damit wir Nahrung ranbekommen. Und wir brauchen ganz dringend auf jeden Fall so ein Wasser-Dingsbums. Hier so ein Regenspeicher. Ganz wichtig. Wie ich finde. Oh, und da fehlt uns natürlich das Plastik. Und hier haben wir gerade keine Leute über. Das ist natürlich auch doof. Warte mal, wir nehmen mal die Förster weg. Genau, wir nehmen mal die Förster weg. Und was ist jetzt hier noch? Wie viel haben wir denn hier? Gewächshaus, Ruine.
Hier muss gemacht werden. Okay. Wir brauchen eigentlich den Recycler, ne? Den brauchen wir auch. Bauen wir dahin. Ich würde ganz gerne hier dann Häuser hinbauen. Recycler, Werkstatt brauchen wir dann auch. Da haben wir nichts da. Raffinerie wäre gut. Köhlerei. Gemeinschaft. Hier fehlt es nur an Holz. Das können wir eigentlich mit hier noch hinbasteln. Oder hier hinten rum ran. Gut für die Gemeinschaft. So, okay. Gibt Gas. Leute, holt ran, was geht. Nicht zu lange Wege. Vielleicht hier oben dann auch nochmal Wasser holen. 500, okay. Es kommt ein bisschen was ran. Wir sind jetzt auch im Plus, was das Wasser angeht. Das ist gut. Und wenn das Ding hier steht, dann wird es noch besser werden. Und das muss als nächstes irgendwie rankommen. Neben dem Recycler natürlich. Der hoffentlich gleich gebaut wird. Ich hoffe, das kann hier komplett abgeholzt werden. Kommt, Leute. Los, 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 los. Ja, sehr gut. Mal ganz kurz gestoppt. Und wir haben da sogar welche über. Da passt nur einer rein. Really? Okay, dann holen wir uns mal Plastik. Holen uns mal Plastik. Da kann nur einer arbeiten. Das ist ja echt. Plastik. Okay, holen uns Plastik. Ja, und jetzt geht's los mit den Häusern. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Warte mal, der Förster. Wo ist denn der Förster? Forsthütte. Da werden wir mal das Arbeitsfeld ein bisschen ändern. Da kannst du nämlich alles holen. Mach das mal weg. Ist schon okay. Wollen uns in die Richtung ausbreiten. Brauchen wir Häuser. Unterkünfte. So, mal lass mal gucken. Logistik brauchen wir aber auch. So, einmal dahin. Und dahin. Und dann haben wir hier nämlich auch nochmal die Möglichkeit, was ranzuholen. Fände ich auch ganz gut, dass wir da eventuell auch nochmal Wasser holen. Unterkünfte. Hütte. Der kann immer 3. Wir brauchen 19. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ja, wir brauchen 7 Hütten. Das ist schon enorm. Aber gut. 7 Hütten. 1. Ah, alles verstrahlt hier. Möchte ich da zwischen was haben und... Ah, verdammt. Passt es nicht ganz? Doch, passt. Ist gut. So, dann haben wir schon mal 6 gleich. 1. Wie gesagt, wird jetzt hier erstmal drumherum gebaut um den Bus, damit wir nicht zu große Reichweite haben. Und die 7. können wir ja eventuell hier noch hin basteln. Quasi unser neues Dorfzentrum. Los geht's. Baut, was das Zeug hält. Und dann gehen wir von hier aus nochmal ran mit Wasser etc. pp. So, ja, ich weiß, keine Häuser etc. macht hinne. Ist schon okay. Wasser ist gut gerade. Okay, hier wird gemacht. So, 14 Leute ohne Dings. So, Momento. Alles klar. So, go, go. Momento. Nochmal Wasser. Dann werden wir hier nochmal einen Holzsteg hinbauen.
Und ich höre irgendwie... Ja, hier ist Radioaktivität. Das ist nicht gut. Warte mal kurz. Das können wir hier angucken. Okay, es ist gerade alles nicht so schön. Aber gut, die zieht ja auch weiter, davon abgesehen. Ah, das ist natürlich gut. Das Gute ist, wir haben ja momentan Strahlenschutzanzüge. Immerhin etwas. Das ist ja auch okay. Kann ich den weiter wegziehen? Nahrung. Hier nochmal eine Fischerhütte. Kann ich den... Ich möchte den mal so weit wie möglich ranziehen. Dann nochmal Wasser. Verdammt, ne? So geht es. Machen wir. Logistik. Ziehen wir hier mal durch. Ja, und hier hinten ist halt alles verstrahlt gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, das ist natürlich ungünstig. Sag ich mal. So, dann werden wir hier nochmal eine Zisterne aufbauen. Kriegen wir die da fast rein? Ja. So rangehen. Zisterne. Dann müssten wir hier nochmal einen Regenspeicher hinbauen. Geht nicht? Doch. Bauen wir auch nochmal hin. Und ein Brunnen wäre auch geil. Dann haben wir hier komplette Versorgung quasi. So. Bau das mal. Dann nochmal ein bisschen Logistik. Es wird natürlich jetzt nicht fertig werden, ist klar. Weil uns fehlt da jetzt gerade jede Menge Ressourcen. Aber wir müssen mal zusehen, dass wir es hinbekommen. 7 Leuten fehlen noch ein Heim, aber wir sind ja dran. So, 5 Leuten fehlt noch ein Heim. Wie gesagt, ich gebe mal Vollgas. 150. 3 Siedler. Warte mal kurz, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Fisch ranholen. Und nochmal ein Baumeister, dass es vielleicht ein bisschen vorangeht. Und wir brauchen dringend nochmal mehr Plastik und so weiter. Irgendwie. Das hier ist gut. Das ist gut. Das hier ist noch nicht fertig. Recycler. Plastik machst du, ja. Aber es dauert lange. Es dauert lange. Ein Erwachsener ist dazu gekommen. Das ist gut. Den lassen wir auch erstmal laufen. Als normales. Dingsbums. Na, schon okay. Hier muss die Verstrahlung entfernt werden. Ja. Gut. Kein Regen, okay. Schrott. Bau das als nächstes. Ist das der hier? Das ist der Recycler, ne? Der hat ja keinen Arbeitsplatz. Stimmt. Ressourcen. Werkzeuge wird auch so ein Problem werden. Müssten wir eigentlich rechtzeitig für ranholen. Schrottplatz. Oh ja, den Schrottplatz brauchen wir dringend. Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Den hatte ich ganz vergessen gehabt. Ah. Wasser ist voll. Ist ja Wahnsinn. Wir gehen mal ein bisschen mit dem Limit nach oben. Das Ding hier muss gebaut werden. Schrott und Plastik brauchen wir. Okay, ein Erwachsener. Wir brauchen nochmal einen... Fischer. Jetzt haben wir ein bisschen Trockenheit. Das ist nicht gut. Ja, niedrige Nahrungsreserven, Obdachlose. Ich weiß. Und wieder 8 Leute, die mir fehlen.
Uns fehlt gerade an Material. Schrott fehlt uns. Schrottsammler. Na, macht mal. Lauft, Leute. Zieht los, holt Schrott ran. Wir brauchen das. Ja, ich weiß. Nahrung ist ein Problem, Leute. Wir arbeiten nur dran. Holt das Zeugs hier weg. Das gute Zeugs. Hier ist alles voll. Ihr dürft da gerne ran. Schrott. Mal ganz kurz. Stopp. Momento. Ich mach mal was Neues. Schrott abbauen. Ganz wichtig. Hier Schrott abbauen. Machen. Los. Nur Schrott. Wieso haben wir hier keine Arbeitskraft? Was brauchen wir denn? Einen normalen Siedler haben wir doch. Ja, okay, der wird wahrscheinlich da hinten sein. Nehmen wir mal weg. Jetzt geht er. Alles klar. Ja, der holt Schrott ran. Das ist gut. Damit wir vorankommen, Freunde. Damit wir vorankommen. Du holst Schrott, was wir verarbeiten können. Was wir hier dringend brauchen. Wasser sieht ganz gut aus. Momentan. Erstmal. Erstmal. Wie gesagt, ich lasse gerade volle Pulle laufen, damit wir vorankommen. Strahlenschutz wird auch langsam weniger. Nicht gut. Es kommt ein bisschen Schrott rein, aber nur ein bisschen. Zu wenig noch. Man, ein Haus wieder fertig. Schrott und Plastik. Kann ich, warte mal ganz kurz, Aufträge, Schrott, Holz, Pflanzen einsammeln, Ressourcen abbauen, Strahlung entfernen. Strahlung entfernen? Strahlung entfernen, abbrechen. Ah, achso, okay, alles klar. Ich dachte jetzt, das wäre beides nochmal irgendwie. Guck mal, da laufen sie. Da mit ihren Strahlenschutzanzügen. 7 Leute haben immer noch kein Zuhause. Ich habe auch so das Gefühl, wir werden nochmal Ressourcen, Blödsinn. Logistikstraße bauen müssen. Dass wir hier nochmal rumkommen oder so. Kommen wir da durch? Ja, kommen wir. Sehr gut. Dann kommen wir hier auch durch. Nochmal eine Hütte. Dinger können wir ja auch upgraden. So ist es ja nicht, ne? Dann sitzt er auf der Straße. Das ist auch doof. Zwei. Ganz kurz geguckt, wie wir das ja am schlauesten machen. So wäre möglich. Setzen wir dich dahin, ist in Ordnung. Bisschen mit Systemplan. Ja, komm. Essen ist gut. Wasser ist gerade gut. Nur der Rest ist noch nicht so prickelnd. Komm schon, mach fertig hier, ey. Hol Schrott. Was ist hier los? Es fehlt an. Benötigt Schrott, ja. Problem ist, wir brauchen es ja auch gerade, um zu bauen und etc. pp. Also das ist gerade Siedler ohne Schutzkleidung. Ah, nicht gut. Jetzt gehen die ersten Probleme schon so langsam los. Regenspeicher machen wir mal aus. Und holen erstmal nur aus dem Gewässer. Den Rest lassen wir erstmal drin. Für schlechte Zeiten. Jetzt wird hier weitergebaut. Gut. War das ein Häuschen, ne? Eine Hütte, genau. Pietro und Eloise. Wir haben... Die erste Dürre können wir vielleicht noch überstehen.
Da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Moment, Logistik. Dann gehen wir mal hier hin, damit ich hier mal ein bisschen... Ja, ich weiß, wir haben immer noch zu wenig Häuser. Wir sind doch in Arbeit. Menschenskiller. Bleibt doch cool. Ja, das muss fertig gebaut werden. Das Ding hier hat eigentlich Priorität. Schrott, Plastik fehlt. Aber wir kommen nicht dran voran. Es ist... Schrottsammler einen hinschicken. Mehr Schrottsammler. Jetzt fehlt hier wieder einer? Wieso fehlt denn jetzt wieder einer? Ach, weil ich den weggezogen habe als Schrottsammler, verstehe, ja. Stimmt. Muss mich daran gewöhnen, dass es bedeutet, dass wir auch welche überlassen müssen, die einfach dann loseiern. Aber hier fehlt nur Schrott. Okay. Hier fehlt Schrott und Plastik. Also das Ding ist auch wichtig. Lass mal das machen. Hier fehlt auch Schrott für die Hütte. Wir bauen erstmal die Hütten fertig. Meine ist ja auch nicht verkehrt, ne? Davon abgesehen. Ja, voll, ich weiß. Ich müsste ein Lager bauen. Lagerhaus, aber das braucht auch Schrott. Das haben wir nicht. Solarkollektor wäre auch eine wichtige Sache. Dann könnten wir auch nachts arbeiten. Holzstück, Brunnen, Wassersilo, Zisterne. Okay. 4 Leute noch ohne Obdach. Ja, Schutzkleidung, ich weiß. Dann müsste ich eine Schneiderei bauen. Machen wir ganz kurz ein bisschen langsamer jetzt hier mal. Aber für die Schneiderei fehlt uns auch definitiv noch. Können wir aber hier hinbauen. Für die Schneiderei fehlt uns dann definitiv noch Kohle und sowas. Ah, hier ist irgendwie irgendwelche Viecher. Okay, alles klar. Macht mal hin, holt ran hier, kommt. Jetzt haben wir wieder keinen Mann, der da arbeitet, oder was? Momento, was ist denn hier los? Oder haben wir hier alles weggeholt? Benötigt Ruin, alles klar. Wir haben hier keine Zeugs mehr. Dann setzen wir dir mal ein neues Arbeitsfeld. Schrott. Ist auch nicht so viel, ne? Hol mal da. Geh mal los. Hol mal Schrott. So, Wasserträger. Sieht ja alles momentan in Ordnung aus. Ein bisschen Baumeister noch. Förster kann auch nicht schaden. Go, 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 go. So, ab an die Arbeit, Freunde. Holt uns den Schrott. Wir brauchen das. Das Ding ist bald fertig. Das ist schon mal gut. Das schon mal... Damit kommen wir schon mal voran. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Nur noch Plastik. Aber das müssten wir an die Recycler geben. Andererseits... Ja, hier wird auch Schrott benötigt. Regenspeicher aus. Brunnen erstmal aus. So viel brauchen wir nicht. Hol dir nur erstmal aus dem Gewässer. Und dann schalten wir um, wenn die Dürre ist, aus den Dingern. So zumindest meine Logik. Fischerhütte. Da fehlt noch zweimal Schrott. Dann haben wir da auch was. Gebäude ausbauen. Schrott ist gerade das große Manko. Ja, komm. Mach mal.
Jetzt ist hier wieder einer zu wenig. Entschuldigung. Was ist denn hier wieder los? Warum ist denn hier wieder zu wenig? 5. Okay. 5. Haben wir doch eigentlich. Was ist hier los? Oder ist hier... Ach, schon wieder kein Schrott da. Oh mein Gott. Haben sie schon wieder weggezogen. Dann baue das mal hier hin. Hol dir mal hier von den ganzen Schrott. Ja, es wird langsam, wenn wir, ich frage mich ja sowieso, was passiert, wenn wir mal keinen Schrott mehr haben, ne? Dann haben wir ein Problem. So, komm, hol ran, wir brauchen den Schrott. Fischer, der ist noch nicht fertig, ne? So, volle Pulle auf Fischer. Erst einmal. Dass wir Futter ranbekommen. Nahrung. Ist das Ding jetzt endlich mal fertig? Immer noch nicht. 2 Plastik fehlt uns noch. Ach, das ist doch furchtbar. Wir lieben diese Müllberge, aber das war dann doch ein bisschen viel. Verstanden. Wir werden nur gar keine Aufgabe bekommen. Das Witzige ist, wir haben gar keine Aufgabe bekommen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, Schutzkleidung. Wenn jetzt noch ein Brunnen, der auch gezimmert wird. Nehmen wir einen Schrottsammler weg. So. Fischerhütte, Lagerplatz wird knapp. Wenn das so knapp ist, warum verteilt er das nicht dahin, wo es hin soll? Buswrack. Inventar, okay. Ich muss wohl ein Lagerhaus bauen jetzt schnellstmöglich. Ja, das wird ja auch interessant. Okay, dann bauen wir nochmal einen Lagerplatz. Bauen wir nochmal einen Lagerplatz dahin. Hier haben wir schon wieder Schrottprobleme sozusagen. Und Schrott 0. Ja, kann doch nicht so weit wegschicken, die Leute. Ja, dann machen wir hier. Hol da mal den Schrott raus. Aber liebe Freunde, wie das hier weitergeht, das würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. The year is 2171. It's been 150 years since a cataclysmic nuclear disaster plunged our world into chaos. When we started our settlement, we had nothing. We had to set up a reliable water supply line first in order to survive. And with the help of our people, we were able to achieve this vital milestone in no time. There were quite a few hungry mouths to feed. And to provide sustenance, some went hunting. Some tried their luck at fishing, while others became farmers and opted for agriculture. Now that the foundations for a bright future have been laid, we set up a central hearth to strengthen communal spirit and build houses to cater to everyone's privacy. We even acquired the skills and resources to craft tools, cut and sew protective clothing, educate our kids, and gather herbs to keep ourselves healthy.
despite all that, laying out our cemetery was still inevitable. Rest in peace to all the dear departed. The solar collector, combined with huge batteries, is efficient enough to power our homes, even at night. And today, we are going to make history when a group of valiant people sets off on an expedition, a journey into the unknown. And off they go. Farewell, my friends.